Radio 1. Kinoking kompakt. Hallo und herzlich willkommen zu den Radio 1 Filmen dieser Woche. Und alle drei Filme, die ich Ihnen heute vorstellen darf, haben in irgendeiner Weise Oscar-Chancen. Gleich der erste, Elle, da haben wir Isabelle Huppert, überragend in der Hauptrolle. Und sie ist nominiert als beste Darstellerin. Elle, ab jetzt im Kino. Was machst du da draußen? Na los, komm rein. Alle Schlösser müssen ausgewechselt werden. Ich habe euch etwas zu sagen. Vergewaltigt? Um Gottes Willen. Was hat die Polizei gesagt? Du warst nicht dort. Ich habe ihn in Flagranti erwischt. Er hat dort im Gebüsch gehockt und ihr Haus beobachtet. Haben Sie sein Gesicht gesehen? Nein, er trug eine Maske. Eine Art Skihaube. Hübsche Jacke hast du da. Willst du Skifahren? Wenn du willst, nehme ich dich mit. Wir sollten immer noch ein Paar sein. Es ist deine Schuld. Du hast dich von mir getrennt. Du hast mich geschlagen. Das ist nicht das erste Mal, dass er sich meldet. Dazu wirst du dich in die Rechner aller Mitarbeiter einhacken müssen. Das ist ein schweres Vergehen. Ich will das nicht mehr, diese Lügen. Die gefährlichste von allen, Michelle, bleibst du. In diesem Film, Elle, erzählt Paul Verhoeven, ein Thriller-Spezialist, von einem schrecklichen Vorfall. Eine Frau, gespielt von Isabelle Huppert, wird überfallen in ihrer Wohnung, brutal missbraucht, brutal misshandelt und vergewaltigt. Danach allerdings verhält sie sich ganz anders als erwartet. Sie führt ihr normales Leben ganz alltäglich weiter. Sie spricht nicht groß über diesen Vorfall, versucht das alles zu verdrängen und eben ganz normal weiterzuleben. Jetzt allerdings fragen wir uns, und dazu ist natürlich Isabelle Huppert genau die richtige Schauspielerin, was fühlt diese Frau eigentlich? Was heckt sie aus? Hat sie einen Plan? Versucht sie, den Vergewaltiger zu finden? Was ist überhaupt in ihrem Herzen und in ihrem Kopf los? Genau diese Unbestimmtheit, dieses Ungewisse wird von Isabelle Huppert fantastisch gespielt und das ist eben gleichzeitig auch die tiefe Beunruhigung, die von diesem Film ausgeht. Nach und nach enthüllt sich dann auch das tragische Vorleben dieser Frau, aber vor allem entfaltet Paul Verhoeven mit dieser Geschichte ein Panorama heutiger Bürgerlichkeit, die leerer und kälter nicht sein könnte. Elle ist ein beeindruckender Thriller und bekommt hier 4 Filmrollen. Ruhe, Kinder, ich bitte um Ruhe. Das hier ist euer neuer Kamerad, Ikar. Zucchini. Euer neuer Kamerad, Zucchini. Ich würde eher Kartoffel sagen bei dem Gesicht. Simon, das reicht. Willkommen im Haus der Springbrunnen. Ich will endlich wieder nach Hause. Das geht nicht, Zucchini. Aber es wird dir hier gut gehen. Hurra, hurra, hurra! Ich verspreche es dir. Das klingt doch wirklich gut. Bitte. Lass los! Was machst du denn, wenn ich nicht loslasse? Zucchini, sag doch auch was. Das ist nur, weil er verknallt ist. So ein Quatsch. Und du nervst mit deiner blöden Gabel. Weißt du nicht, wie selten Kinder, die schon so groß sind wie wir, noch adoptiert werden? Die alkoholkranke Mutter in diesem Film nennt ihren Sohn nie beim richtigen Namen, sondern ruft ihn immer Zucchini. Und als diese Mutter stirbt, ist dieses Zucchini für den Jungen die einzige Verbindung zu dieser verschwundenen Mutter. Und deshalb besteht er auch im Waisenhaus darauf, Zucchini genannt zu werden. Claude Barras hat diesen Film nach einer Romanvorlage in ganz klassischer Stop-Motion-Technik mit Puppen inszeniert. Wir gehen also in das nachgebaute kleine Waisenhaus. Wir erleben dort die anderen Kinder, ihre Tragödien, ihre schrecklichen Vergangenheiten, Misshandlungen, Missbrauch, Einsamkeit, Vernachlässigung. Aber wir sehen immer diese Puppen und damit vollbringt der Regisseur ein wahres Wunder. Denn letztlich vergessen wir irgendwann, dass das keine echten Menschen sind. Wir sind so ergriffen von diesen Geschichten, die ganz realistisch erzählt werden. Wir sind aber auch ergriffen von der Widerstandskraft dieser Kinder, von ihrer Gemeinschaft, von ihrer Solidarität. Also ich hätte nie geglaubt, dass ein Puppentrickfilm mich so sehr berühren kann, mich wirklich zu Tränen rührt. Und ich sage hier an dieser Stelle ganz unpädagogisch, Eltern, die ihren Kindern diesen Film vorenthalten, sollte man ein Jahr lang Kinoverbot erteilen. Ansonsten bekommt dieses Meisterwerk 5 Filmrollen, nominiert übrigens auch für einen Oscar als bester Animationsfilm. Als ich diese Frau zum ersten Mal sah, da war ich wie verrückt nach ihr. Ich sagte, Baby, ich will nicht heiraten.
Ich will nur dein Mann sein. Und Rose sagte mir... Ich sagte, wenn du nicht der Typ zum Heiraten bist, geh aus dem Weg, damit der Typ zum Heiraten mich finden kann. Das hat sie gesagt. Du bist mir im Weg, du versperrst nur die Sicht. Geh aus dem Weg, damit ich einen Ehemann finden kann. Wo ist Corey? Er soll mir helfen, den Zaun zu bauen. Er wurde für die College-Football-Mannschaft ausgewählt. Das wird den Jungen nicht weiterbringen. Wenn er so eine Sportskanone ist wie du, dann wird er es schon schaffen. Ich kenne nur zwei, die so gut im Baseball waren wie du. Und was hat mir das gebracht? Ich habe weder einen Pott zum Reinpinkeln noch ein Fenster zum Ausschütten. In welchem Gesetz steht, dass ich dich mögen muss? Ein Mann ist dazu da, um für seine Familie zu sorgen. Du wohnst in meinem Haus, stopfst dich mit meinem Essen voll, liegst in meinem Bett, weil du mein Sohn bist. Also geh nicht durchs Leben und denk drüber nach, ob dich jemand mag oder nicht. Du versuchst besser dafür zu sorgen, dass man dich anständig behandelt. Es ist nicht einfach für mich zuzugeben, dass ich nach 18 Jahren noch immer an derselben Stelle stehe. Und ich stehe auch da, wo du stehst. Ich habe auch ein Leben. Denkst du, ich hatte keine Träume und Hoffnung? Was ist mit meinem Leben? Was ist mit mir? Was willst du machen? Manche bauen Zäune, damit Leute nicht rein können. Und andere, damit Leute nicht raus können. Zum dritten Mal führte der große Schauspieler Denzel Washington selbst Regie. Diesmal ist es eine Theaterverfilmung, das Stück Fences von August Wilson, der dafür bereits den Pulitzer-Preis bekommen hat. Und die Hauptrolle Troy, die hat Denzel Washington auch selbst schon auf der Bühne gespielt. Das ist ein ziemlich verbitterter Mann, voller Enttäuschungen. Er arbeitet bei der Müllabfuhr in Pittsburgh, wäre sehr gern früher mal Baseballstar geworden, aber damals, als er jung war, galt noch strikte Rassentrennung auch in diesem Sport. Also es ist doch ein Film über Vertan, über verlorene Chancen, der vor allem lebt, man merkt die Herkunft vom Theater in diesem Film schon ziemlich deutlich, aber der vor allem lebt von den wunderbaren Schauspielern. Denzel Washington selbst spielt diesen schwierigen, verschlossenen, nicht sehr angenehmen Mann und vor allem die wunderbare Viola Davis, auch sie nominiert für einen Oscar, als stille, verhaltene Ehefrau, spielt so eindringlich, so anrührend, dass man gerade diese Frau, obwohl sie so wenig sagt, obwohl sie so viel reagieren muss, sehr stark ins Herz schließt. Dieser Film bekommt von mir 3 Filmrollen. Wir werden sehen, wie die Oscar-Entscheidungen dann ausfallen. Mehr vom Kino am Samstag um 12 Uhr auf Radio 1.